long as it's with. Hallo Leute und herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming und heute spielen wir wieder Tankstellen-Simulator und heute bauen wir das hier oben. In der letzten Folge haben wir ja die Waschanlage fertig gebaut. Und ja. Das ist aber irgendwie komisch, weil da keine Autos kommen. Ich habe jetzt gedacht, dass irgendwie der Skript oder so kaputt ist. Und die es einfach noch nicht gescheckt haben. Der fährt weg, perfekt. Naja. Ist wahrscheinlich das dieser Grund, warum das immer noch da ist. Noch nicht funktioniert, aber. Ist ja nicht schlimm. So, jetzt müsste ich eigentlich da oben, okay, zwei Sachen bauen können. Jetzt müsste ich das da bauen können. Also, ich habe zweimal 2000, ah ne, dann 5000. Ja, dann warten wir aber kurz. So. Ja, ich bin Rainbow. ja, perfekt. So. Kann ich jetzt hier hoch? Tisch und Stühle. Regano. Aha. Haarprodukte. Okay. Ich weiß ja nicht, ob das in einer Tankstelle drin ist, aber egal. Ja, Tankstelle ist kein Haarsachen drin, oder doch? Das ist interessant. Man verdient hier echt wenig, muss ich sagen. Das verstehe ich nicht ganz, wie man hier mehr Geld bekommen kann. Wände, Arbeitsfläche. Ich mache erstmal diese Regale hier. Das verstehe ich nicht ganz, aber was soll's. So. Dann gehen wir hier mal kurz
noch die Autos tanken. Die fahren eh gerade alle wieder weg. Perfekt, ich komme gerade. Das ist ein bisschen gemein. Ich komme gerade und alle fahren weg. Diese Werbung. Snickers Ice Cream. Ich frage mich, ob die echt Geld damit verdienen. Ich denke aber, glaube ich, nicht. Bing, 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 bing. Ich glaube, teilweise sind auch das, glaube ich, Sachen wie aus der Toolbox. Okay. Das ist schon gut, Fege. Okay. Tisch und Stühle. Bäckereistand. Ah, der fährt ja weg. Also wenn man zu lange braucht, dann fahren sie dann irgendwann wieder. Aber würde ich ja auch in echt machen. Wobei, das ich nicht verstehe, ist, dass man das selber hier machen muss, ne? Weil das ist ja, das gibt's ja gar nicht mehr jetzt, ne? Die müssen ja das selber tanken. Früher standen ja noch Leute so an der Tankstelle und haben halt die Autos immer getankt. Aber das gibt's ja gar nicht mehr. Naja. So, dann gehen wir jetzt hier mal drinnen gucken.
Jetzt brauchen wir eigentlich 7500, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Woche. Denn das war's mit dem Freitag-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, ciao.